Hallo, mein Name ist Christoph Eichler von JTEC. Ich möchte mich heute mit dem ATEM Mini und ATEM Mini Pro, mit dem Software Setup, also dem gesamten Setup, der Mixer und den Einstellungen beschäftigen, die wir im Software Control vorfinden. Ja, wieso beschäftige ich mich noch mit dem Mini und nicht nur mit dem Mini Pro? Für mich stehen beide eigentlich noch gleichberechtigt da. Es gibt viele Anforderungen, bei denen ich die Funktion des Pro gar nicht benötige. Also wenn ich nur meinen Mischer für Webkonferenzen benötige, bei denen ich auch nur den Ausgang des Mischers für über USB-C dann als Webcam benutze, brauche ich nicht unbedingt den ATEM Mini Pro, der ja die Möglichkeit hat, über den Netzwerkausgang direkt zu streamen, beziehungsweise dann über den USB-C auch auf USB-Datenträger direkt abzuspeichern. Also je nachdem, was ich benutze, kann es auch noch sein, dass der ATEM Mini voll ausreicht. Und ich verwende den eigentlich auch recht gerne. Zum Beispiel, wenn ich die Mischer miteinander verbinde, so wie ich sie hier habe, in meinem eigenen Setup. Ich habe hier meinen ATEM Mini Pro, über den ich hier auch entsprechend aufzeichne. Hier sieht man das rote Lämpchen. Das wird jetzt gerade auf den USB-Stick aufgenommen. Hier oben habe ich meinen ATEM Mini, den ich als vorgeschaltet habe und über diese Art und Weise auch heute die beiden Geräte mit Setup und Einstellungen auch miteinander vergleichen möchte. Ja, so das wäre also die Begründung, warum ich mir beide ansehen möchte und auch zeigen möchte, wo es den einen oder anderen Unterschied in dem Setup auch gibt. Ja, gehen wir mal auf das Setup-Programm auch selbst mal drauf. Jawohl. So, okay. Da bin ich auch wieder. Jetzt haben wir hier unser Setup-Programm. Und wie wir sehen, ich muss mal auf den richtigen kommen. Ja, genau. So, wie wir sehen, ist der ATEM Mini Pro jetzt angezeigt und ich sehe hier hinten, dass er nur über das Netzwerk angeschlossen ist. Was ich hier auch wieder sehen kann, ich sehe ja hier zwei Punkte, einen hell erleuchteten und einen graueren. Das bedeutet, ich habe mehrere Geräte, zwischen denen ich beim Setup hin und her schalten kann. Das kann ich entweder machen, indem ich hier auf den Punkt gehe, jetzt habe ich den Mini. Oder ich kann hier über die Pfeile hin und her schalten. Wenn ich den Mini eingeschaltet habe, dann sehe ich, ich habe die Netzwerkverbindung und ich habe meine USB-Anbindung. So, das heißt, wenn ich USB angebunden habe, kann ich beim Setup deutlich mehr machen. Das sehen wir aber gleich. Was vielleicht noch ganz kurz zu sagen ist, beide haben ja einen Netzwerkanschluss. Die unterscheiden sich, weil der ATEM Mini Pro, der hat ja die Möglichkeit zu streamen direkt raus über einen Streaming Key. Und der ATEM Mini, da ist das Netzwerk nur zur Steuerung da. Deswegen erkennt man das auch, wenn man an
die beiden an einen Ethernet-Switch anschließt, dass der Atem Mini eine 100 Megabit Kapazität Anschluss hat, während der Atem Mini Pro Gigabit hat. Also der hat deutlich mehr Möglichkeit, deutlich mehr Kapazität in der Übertragung, auch vom Ethernet her. Darin unterscheiden die sich also auch in ihrem Ethernet, in ihrer Ethernet-Karte, die eingebaut ist. Ja, gehen wir mal beim Atem Mini in das Setup hinein und wir sehen sofort die Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben hier eine Konfiguration und wir haben die Möglichkeit About. Springen wir auf About, das ist eigentlich bei beiden identisch. Ich habe hier einmal die Möglichkeit, meinen Atem Mini umzubenennen. Allerdings nur, wenn ich USB angeschlossen habe. Dann kann ich, wenn ich mehrere Atems habe, kann ich den Atem Mini 1, 2, 3, 4 oder Atem Mini Pro 1, 2, 3, 4 auch benennen. So, damit ich die unterscheiden kann. Was wir hier noch sehen, das ist die aktuelle Softwareversion. Also ich habe mein Gerät auf die Version 8.2.3. Das ist der aktuelle Stand, bei dem die Delay-Thematik und auch das Thema Vergrößerung von Bildern über 100%, zum Beispiel bei Flying Keys, möglich ist. Ja, ansonsten kann ich hier auch noch mein User Manual aufrufen, von hier aus README und License, aber das soll uns jetzt mal nicht interessieren. Gehen wir auf die Konfiguration. Sobald ich meine USB-Schnittstelle zur Verfügung habe, kann ich hier meine IP-Adresse, mein Subnet, Mask und mein Gateway eintragen und verändern. Aber, wie schon erwähnt, nur wenn USB-C angeschlossen ist an den PC, von dem ich hier das steuere. Dann gehen wir mal runter auf die Panel Settings. Panel Settings sind generelle Einstellungen, die ich zur Verfügung habe. Das Ganze ist komplett identisch zwischen dem Atem Mini und Atem Mini Pro. Also standardmäßig ist hier das Thema Switching Mode auf Cut Bus gesetzt. Cut Bus bedeutet, wenn ich auf meine Knöpfe schaue, gibt es nur einen roten Knopf und nicht einen roten und einen grünen Knopf für die Kanäle. Ich stelle bei Cut und Auto, wähle ich einen aus, entweder Cut oder Auto. Und sobald ich einen anderen Kanal drücke, wird entweder ein Cut durchgeführt oder ein Auto durchgeführt. Ja, also ein Auto-Switching durchgeführt, also eine Transformation. Das ist der Cut-Bus. Ich benutze aber viel lieber Program Preview. Program Preview bedeutet, ich habe meine rote Taste, die definiert, welcher Kanal auf dem Programm liegt. Und ich habe eine grüne Taste, die ich anklicke, die meinen Preview-Zustand darstellt. So, und dann klicke ich auf Cut oder auf Auto Transition und es wird die Überführung durchgeführt und rot und grün wird getauscht von den Kanälen. Das ist das, was eigentlich bei den größeren Mischern normal der Standard ist. In diesem Falle ist es für mich auch der angenehmere Weg, wenn ich gerade mit zwei Mischern arbeite, damit ich auch immer sehen kann, was habe ich denn jetzt schon voreingestellt, was wird jetzt der nächste Schritt sein. Auf die Art und Weise kann ich ein bisschen vorarbeiten. Ja, dann haben wir hier unten die Picture-in-Picture-Keyer. Der ist ja auch standardmäßig auf Drop with Transition eingestellt. Drop with Transition bedeutet, wenn ich wechsle, wird Picture-in-Picture wieder zurückgestellt. Und wenn ich wieder auf das ursprüngliche gehe, wird der Picture-in-Picture wieder eingestellt. Also das heißt, wenn ich Picture-in-Picture habe, habe ich zwei Kanäle. Einen, der fest definiert ist, das ist der Kanal,
der in dem kleinen Bild im Bild angezeigt wird. Und ich kann entweder dieses kleine Bild stehen lassen und die Kanäle da unten drunter verändern, umswitchen. Oder ich kann sagen, nein, die Kombination gilt nur für den ersten mit dem zweiten Kanal. Und wenn ich einen Switch mache, dann ist das Picture in Picture auch gleich weg. Das ist die Einstellung Dropless Transition. Die andere, Stay On With Transition, heißt, auch wenn ich den Hintergrund verändere, bleibt das Bild da. Also, wenn ich jetzt beispielsweise hier reingehe, ich habe jetzt hier gewechselt, dann bleibt mein Picture in Picture stehen, beziehungsweise in diesem Fall ist es kein Picture in Picture, sondern es ist mein Chroma Key, für den genau dasselbe gilt, entweder Drop with Transition oder Stay with Transition. Ja. Das sind die Einstellmöglichkeiten, die ich habe. Jetzt gehen wir auf den Mini Pro und gucken uns die hier auch nochmal an. Und hier sehen wir auch dann den Unterschied tatsächlich. Hier habe ich kein USB angeschlossen, also IP-Adresse nur einstellbar, wenn ich USB-Anschluss mache. Kann ich natürlich jetzt nicht gleichzeitig, weil ich ja über den selben Kanal gerade, also über den USB-C-Ausgang gerade auf meinen Datenträger aufnehme. So, auch wenn ich hier auf About gehe, kann ich hier meinen Namen des Switchers nicht verändern, weil auch dieses gebunden ist an den USB-Anschluss. Ja, auch hier sehe ich, neueste Version ist drauf. Ja, das ist zum Thema Setup. Unterscheidet sich im Prinzip nicht voneinander. Also nur beim Setup habe ich die Möglichkeit, beim Ethernet Mini Pro auch DHCP zu verwenden. Aber das könnte ich ja nur zeigen, wenn ich jetzt das Ganze an USB-C angeschlossen hätte. Gut, gehen wir weiter auf die Einstellungen. Ja, Einstellungen, die hole ich mir hier unten raus aus diesem Knöpfchen hier. Ich gehe jetzt hier drauf, wir sind jetzt beim Atom Mini. Ich habe hier generell meine Einstellungen allgemein, indem ich hier meine Videonorm einstellen kann. Also in diesem Fall habe ich den Atom Mini generell auf die Videonorm 1080p 60 eingestellt. Also das heißt, alle Eingänge werden beim Reinkommen auf 1080p 60 skaliert, egal was vorher war, aber maximal ein Upscaling, kein Downscaling. Also ich kann nicht mit 4K rein und er macht ein Downscaling auf HD 1080p60. Nein, macht er nicht. Das Ganze gilt auch für die Ausgaben. Also alle Ausgaben, die ich hier habe, laufen unter 1080p60. Das heißt, der HDMI Out genauso wie die Ausgänge auf dem USB-C. Und wenn ich den Atom Mini Pro habe, gilt das genauso für die Datenspeicherung auf USB-Stick oder auf Festplatte, die ich auch über USB-C zur Verfügung habe. Und es gilt auch für die Übertragung ins Internet, wenn ich Livestreaming hier direkt über die Netzwerkverbindung mache. Also, wenn ich hier 1060p eingestellt habe und ich will jetzt meinen Ausgabemonitor HDMI
Gerät, was ich da out dran habe, anschließen und das kann diesen Standard nicht, dann habe ich gelitten. So, beim Atem Mini Pro gilt auch diese Ausgabe für den Multiview sozusagen. Also der Multiview-Monitor muss dieselbe Einstellung, dieselbe Qualität haben, darstellen können, wie tatsächlich dann die anderen Ausgabemedien auch. Ja, das sind die allgemeinen Einstellungen. Jetzt springen wir mal auf die Audio. Audio, das gilt auch für beide, weil beide ja, also Atem Mini und Atem Mini Pro, dieselben Mengen an und Qualitäten an Eingangskanälen haben. Ich habe hier als erstes das Thema Audio-Trennung. Alle Kanäle, die ich hier habe, werden als Stereo-Kanäle im Audio gesehen und sind miteinander kombiniert standardmäßig. Also linker Kanal und rechter Kanal kommen rein und werden gleichmäßig behandelt. Wenn ich hier eine Audio-Trennung angebe, dann bedeutet das, ich habe nicht einen Stereokanal, sondern zwei Monokanäle, die ich auch getrennt bearbeiten möchte. Also das sieht man dann, wenn man in den Bereich Audio rübergeht, den Mischer, der eingebaut ist, und ich habe die Audio-Trennung angegeben, dann kann ich meinen linken und den rechten Kanal unterschiedlich mischen. Interessant ist das insbesondere bei den Mikrofoneingängen, die ich habe, weil auch hier das ja sein kann, dass ich zwar einen einzigen 3,5 mm Stecker habe, Stereo-Stecker habe, aber der aus zwei unterschiedlichen Mikrofonen reinkommt. Also ich habe ein linkes und rechtes Mikrofon und unter Umständen muss ich die unterschiedlich pegeln. Ja, dafür dann diese Audio-Trennung, der Kanaltrennung, die ich da habe. Dann gehen wir nochmal auf Allgemein. Hier kann ich nochmal definieren Audio-Hartschnitt beim Umschalten. Also das heißt, schalte ich um, wird das Audio bei Auto-Follow-Video auch tatsächlich weggenommen oder bei Audio-On komplett weggenommen. Oder bleibt das stehen. Wenn ich einen Kanal natürlich auf Audio-On gestellt habe, bleibt er immer bestehen, egal ob ich jetzt hier was anderes einstelle. On heißt On und nur bei Auto Follow Video gibt es diese Funktion. Also wirkt diese Funktion. Und das zweite wäre Audio beim Umschalten einen Übergang hinzufügen. Also das heißt, hier habe ich dann auch beim Übergang ein entsprechendes Abblenden und ein entsprechendes Aufblenden. Das hängt natürlich davon ab, was ich damit machen möchte, was ich verwende. So, dann sind wir auch schon bei den Analog-Audio-Eingängen. Wir hatten ja schon davon gesprochen, wir haben zwei 3,5 mm Klinkeneingänge, Stereo-Klinkeneingänge. Und die sind standardmäßig auf Mikrofon eingestellt. Also das heißt, da läuft ein kleiner Mikrofonvorverstärker durch. Ich habe aber die Möglichkeit, hier auch auf Line-Input umzustellen. Das heißt, dass ich dann an dem Mikrofonvorverstärker vorbeilaufe. Und das kann ich getrennt für den Mikrofoneingang 1 und 2 hier einstellen. So, der dritte Reiter, den wir hier haben, sind die Label. Also Label sind die Benennungen meiner Kanäle, die ich habe. Ich habe ja vier HDMI-Eingangskanäle, 1, 2, 3, 4, die standardmäßig mit Kamera 1 bis Kamera 4 benannt sind und die Abkürzungen CAM 1 bis CAM 4 haben. Damit ich mich aber besser zurechtfinde, wir sehen das ja hier, ich schiebe mal hier weg, auf den Knöpfen, die ich hier habe, steht was anderes drauf. Ich habe das nämlich selbst überschrieben und habe mir hier entsprechende Namen vergeben, damit ich mich besser zurechtfinde, was auf dem Kanal drauf ist.
So, das Ganze kann ich dann auch für die Ausgaben machen. Also ob ich jetzt Black in Schwarz umbenennen möchte oder bei Black behalten, kann ich hier einfach eintragen. Genauso gilt das für die Color Bars, für die Color 1, Color 2. Also hier kann ich dann auch sagen, grün und blau zum Beispiel. Wenn ich die auf grün und blau eingestellt habe. Und ich kann mein Programm und Preview umbenennen. Wie auch immer, aus welchem Grund auch immer. So, dann habe ich meinen Media Player. Mir steht ja nur einer zur Verfügung. Media Player 1 und Media Player 1 Key, auch die könnte ich hier umbenennen. Welchen Sinn das hier hat, erschließt sich wahrscheinlich erst dann, wenn man mehr als einen hat. Ja, Hyperdeck, der nächste Reiter. Leider habe ich keine Hyperdecks hier, deswegen kann ich hier auch nichts einstellen. Ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich Hyperdecks angeschlossen habe, die sind ja über IP mit steuerbar. Kann ich hier die IP-Adresse angeben und ich kann die entsprechende Eingangskanal angeben, an dem es drauf ist. Was bedeutet das? Also, dass wenn ich hier Autoplay zum Beispiel, kann ich hier unten auch anklicken. Kann das sein, dass ich wenn ich ein Hyperdeck Mini zum Beispiel angeschlossen habe, möchte ich mit einem Tastendruck sofort den Start des Films haben. Auch, also nicht, dass ich gleich zuerst mal starten muss auf dem Hyperdeck und dann auch noch ein Umschalten durchführen muss, sondern ich schalte um und damit wird das Hyperdeck gleich gestartet. Und das macht er hier über die IP-Adresse. Und bis zu 4 Hyperdecks kann ich hier definieren an dem kleinen Gerät, weil ich habe ja nur maximal 4 Anschlüsse. Ja, Remote habe ich auch nichts zu bieten, weil ich auch hier keine Remote-Steuerung habe, außer dem, was ich hier am Computer mache. Damit wären wir bei den Einstellungen des ATEM Mini fertig. Wechseln wir mal auf den ATEM Mini Pro. Na, so. Maus hakelt. Ja, da sind wir schon. Und jetzt gehen wir hier auch nochmal auf die Einstellungen. Und hier sehen wir den großen Unterschied. Es gibt hier einen Reiter Multiview, der dazwischen drin aufgetaucht ist. Und hier habe ich die Möglichkeit, meinen Multiview auch tatsächlich einzustellen, ob mein Preview auf der linken Seite und Programm auf der rechten oder umgekehrt ist. Ich kann beim Preview hier meine Hilfsrahmen einstellen, die hier drin sind oder auslassen. Und ich kann hier für jeden Kanal noch angeben, ob ich hier für meine Audiosteuerung noch mit in dem kleinen Fenster angezeigt haben möchte. Ansonsten habe ich hier in dem Fenster ja sowieso alle Audiokanäle angezeigt, sodass ich das direkt sehen kann. Aufzeichnungsstatus, Streamstatus, Media Player, die sind hier entsprechend immer gleich. Damit habe ich nichts einzustellen. Ansonsten ist hier alles komplett identisch in den Einstellungen. So, ja, damit wären wir einmal komplett durch die Einstellungen und das Setup. Ich muss nochmal zurückstellen, damit ich, das war jetzt etwas schlecht, dass ich meinen Mini umgestellt habe. Datei hängt Mini verbinden, weil ich möchte jetzt gerade noch auf eine andere Folie gehen, nämlich euch daran erinnern, dass ihr natürlich meinen Kanal abonnieren könnt, also den Subscribe
Knopf drücken könnt. Wenn euch die Informationen gefallen habt, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne, was ihr noch an offenen Fragen habt. Ich antworte auf meine Fragen auch so schnell, wie es nur irgendwie geht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Und ich wünsche euch eine gute Zeit.